Und? Holt er ab? Ja, holt er ab. Funktioniert aber nicht. Jetzt probieren wir es mal hier im Laden. Für unseren Labrador? Für unseren riesen Labrador. Ich weiß nicht, vielleicht war es zu viel, vielleicht war es zu wenig. Und insgesamt auch mal für euch. Oh mein Gott! Aber ich sehe nicht so komisch aus. Weißt du, dass in den 70ern sowas tatsächlich in echtem Wohnzimmer stand? Ich mag es gar nicht. Wir gucken mal, wir sind gespannt. Es macht immer Spaß, hier reinzugehen. Ich bin immer ein bisschen speziell. Der Einzige, der gelitten hat, ist dieser Kumpel hier. Jetzt will ich euch mal einen Tipp geben, falls das funktioniert hat. Deswegen, gerade bei der Auswanderung ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Hat er zum ersten Mal die Leute bei uns auf der Terrasse gesehen und hat dann gebellt. We got time on our side. Gute! Hallöchen, ihr Lieben! Da sind wir! Wir sind Mirella und Mike und wir sind endlich nach Amerika ausgewandert! Und wohin genau? Nach Austin! Oh. Austin, folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn es wird spannend! Falls ihr Fragen habt, Kommentare! Folgt uns! Austin! Austin! Leute, ich wollte euch mal kurz zeigen, wie gut ich gestapelt habe in Deutschland. Ich bin gerade so stolz auf mich, also muss ich es euch einfach ins Gesicht halten. Bitte loben, ne? Bitte loben. Lobt mich bitte in den Kommentaren. Also es ist so geil, nur hier wurde die Kiste ein bisschen kaputt gemacht, aber das ist so genial. Aber erst loben, wenn das alles ganz ist. Vorher wird nicht gelobt, bitte, ja? Und hier oben drüber war auch noch ein Bild, ja, also Schneckkochtopf und ja, aber wir gucken mal, ob alles ganz ist. Ich denke mal, das sieht gut aus, aber wir schauen. Jetzt will ich euch mal einen Tipp geben, falls das funktioniert hat, falls es nicht funktioniert hat, vergiss das wieder, beziehungsweise macht das nicht. Und zwar haben wir teure Weingläser, sehr, sehr empfindliche teure Weingläser. Von was sind sie, Nachbarn oder so? Nee, von, sage ich euch nachher, von Zwiesel. Und wir haben diese Flaschenpäckchen von Amazon dafür genommen. Darin haben wir mal Whisky bestellt, um ehrlich zu sein. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert hat und ob das... ob das gut ankam. Die sind wirklich sehr... Oh mein Gott, die sind ganz... Ich drehe am Rad. Oh mein Gott, das sind sowas von meine Lieblingsgläser. Und die kosten in Deutschland schon an die 25, 30. Ich weiß gar nicht mehr, was die kosten pro... Übrigens, der ist auch gut angekommen, ne? Auch von Nachtmann. Whisky-Karaffe. 20, 30... Ich weiß nicht mehr, was pro Glas. Aber hier in Amerika kostet ein Glas sage und schreibe... Oh, der ist auch ganz... Ja! Sage und schreibe $70. Ja, also... Das sind so geniale Gläser und ich habe mich so drauf gefreut. Wir haben zwar jetzt schöne auch beim Dings gefunden, beim HEB haben wir tatsächlich sehr schöne gefunden, aber die sind der Hammer und ich freue mich. Hast du noch welche? Schau mal. Das ist ein Cabernet-Glas. Cabernet-Glas. Ja! Hier haben wir noch. Die sehen gut aus, die sehen gut aus. Oh mein Gott. Also, zusammenfassend: Tipp von mir. Ihr könnt diese. Kisten von Amazon nehmen, bestellt euch einfach irgendwelche random Alkoholflaschen oder überhaupt Flaschen, Weinflaschen, also ich glaube zuletzt haben wir Wein darin bestellt und behaltet die, packt sie auf den Boden der Kiste, wie gesagt, einfach auf den Boden der Kiste. Wenn ihr Teller zum Beispiel packt, packt sie so, nicht so und Gläser auch, immer stehend, ja, und das habe ich versucht zu machen und ihr seht, das ist alles schon mal aus zwei Kisten angekommen. Ihr seht nur lauter Porzellan, Tassen, Zeugs, was eigentlich viel zu privat ist. Der Einzige, der gelitten hat, ist dieser Kumpel hier. Das ist ein rumänischer Tontopf und der ist wirklich empfindlich. Der ist uns, einer ist uns auch schon mal auf dem Koffer tatsächlich kaputt gegangen. Aber dafür sind weitere Tontöpfe aus Mexiko und weitere aus Rumänien sind tatsächlich gut angekommen. Ja? Und mein Grisos-Topf. Ja, der musste unbedingt mit. Ich weiß zwar nicht, hier steht grüne Soße drauf. Ich weiß zwar nicht, wie ich grüne Soße hier in Amerika machen soll, aber ich werd einen Weg finden, definitiv. Ist alles da. Uptown Modern, da oben. Wir fahren jetzt gerade, wir fahren da rein. Wir fahren jetzt da rein. Volle Kanne rein. Wir laufen jetzt gleich da rein, sind auf der Suche nach einem Sofatisch, hoffen, dass wir hier finden. Das ist so ein Vintage-Laden, so ein Antiquitätenladen. Sehr viel 70er Jahre. 50er, 60er, 70er, genau. So Mid-Century Modern nennen sie das hier in Amerika. Das hat uns unsere Maklerin empfohlen, also die Kelly, die kennt ihr. Die haben richtig, also das ist echt ein verfreakter Laden. Ne? Also es ist wirklich ein cooler Laden, da findet man immer mal was.
Es ist nicht billig, aber cool. Ja. Und wir hoffen, dass wir suchen nach einem Tisch, der dunkel ist. Richtig. Also, der soll richtig dunkel sein. Ne? Wir gucken zwar schon auf Instagram immer, weil die da immer alles einstellen, aber irgendwie war noch nichts dabei. Aber es lohnt sich immer, hier vorbeizuschauen, wenn man in der Nähe ist. Vor allem auch die Kleinigkeiten, die sie haben. Meine Lampe immer an das, an das. Gläser oder so. Also man muss sagen, Mid-Century Modern ist nicht unser Einrichtungsstil. Ja. Ja? Aber so ein Tisch, so ein dunkler Tisch in Nussbaum oder so würde voll bei uns sein. Stimmt, das könnte eigentlich... Genau. So, kennt ihr diese Nierentische von früher? Und es würde voll reinpassen, aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir sind gespannt. Es macht immer Spaß, hier reinzugehen. Ja, genau. Dann auf. Moment, wir switchen gleich die Kamera. Ihr werdet sehen, hier kann man wirklich, also man fühlt sich, als wäre man bei Oma und Opa. Mein Schatz wird euch den Laden zeigen und ich schaue mich nach dem Tisch um. Ja, die Männer von früher haben sich gut gehen lassen. Übrigens, nur für uns Tierliebhaber, das ist Plaste oder Metall, das ist nicht echt, ja? Also, ich weiß, dass in den 70ern sowas tatsächlich in echtem Wohnzimmer stand, aber das ist das nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wirklich 1:1 Omas Bücherregal oder Bücherschrank. Es ist auch übrigens nicht günstig, alles, was hier steht. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das ist so ein Ramschladen, wo man kauft. Also ich kann es euch zeigen. Hier zum Beispiel dieser Dining Chair Set, diese Stühle, ja? Die sind aus Weichholz, also aus Buche oder Birke. Die sind 1500, ja? Alle 6 oder wie viele das sind. Genau, 6. Wenn ich den Schrank finde, genau, da. $2,500, ja? Also es ist nicht, die werden hochgeschätzt hier, diese Vintage-Dinger. Vor allem gerade Möbel aus Skandinavien, aus so Schweden und Dänemark. Die 70er sind ja auch in und die haben sich sehr darauf spezialisiert. Ja, die tun auch die Sachen alle neu polstern. Ja, ja, genau. Also das muss man dazu sagen, die sind alle komplett neu gepolstert. Auch wenn die Stoffe so nicht so aussehen. Ja? Also das ist hier zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mein Geschmack von der Farbe her. Aber die sind tatsächlich frisch gepolstert alle im Design, also im Stil. Natürlich. Im Stile. So, aber die Suche geht jetzt weiter. Wir suchen, wie gesagt, nach einem Coffee Table und nach etwas Grünem und eventuell nach einer Stehlampe. Aber nicht sowas hier, sondern vielleicht was anderes. Ich weiß aber noch nicht was. Wenn wir es sehen wissen. Wenn wir es sehen wissen, was genau. Wir haben gerade einen Couchtisch gefunden. Also potenziell. Potenziell. Und wir gucken jetzt nach denen, weil wir... Intelligentos sind von zu Hause gefahren, ohne zu messen und ohne auch ein... Intelligento 1 und Intelligento 2. Obwohl wir 5-mal gesagt haben, wir müssen Maß nehmen und wir müssen unseren, wie nennt sich das, Maßband mitnehmen, haben wir das nicht gemacht. Ja, jetzt müssen wir nach unseren Größen googeln und das nachempfinden. Genau. Gott sei Dank gibt es das Sofa und alles online und wir können das, aber es ein Hoch auf das Internet. Wir werden verloren ohne das. Ja, und ein Hoch auf Siri, die einem ständig sagt, wie viel Inches, wie viel Zentimeter sind. Richtig. So, jetzt gucke ich mal bei Crate & Barrel. Also jetzt haben wir festgestellt, dass es, ihr habt ja gesehen, wir haben diese Sitzbank davor als Sofatisch und das ist eigentlich recht niedrig, oder? Ja. Also viel zu niedrig gefühlt. Richtig. Obwohl die Amis, ich habe festgestellt, die Amis haben tatsächlich ihre Coffee Tables, also ihre Sofatische, sind unglaublich niedrig. Sehr niedrig. Sie sind eher so, dass man sie wirklich hin... Ja, wie das da so ist. Also man bückt sich so, ne? Um seinen Kaffee zum Beispiel hinzutun. Ja. Und das finde ich persönlich nicht ganz so schön. Also ich weiß nicht, wie du das findest. Nee, vor allem unser Sofa ist auch sehr hoch vom Sitz. Unser Sofa ist hoch, ist sehr angenehm. Und deswegen sollte das schon passen. Und der... Ja, und jetzt suche ich nach unserem Sofa, um zu gucken, wie hoch das ist. Und dann gucken wir mal, ne? Ja, weil der Tisch ist schon sehr hoch von der Sache an sich. Also Sitzhöhe von unserem Sofa ist genau 18. 18. Und der Tisch ist? Der Tisch jetzt ist 23. 23. Das sind 5 mehr. Mhm. Wie viel sind 5 Inch? Wie viel sind 5 Inch in Zentimeter? 12,7.
12,7. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Uns interessiert das. Unsere Findungsphase gerade. Wir haben gerade eine Findungsphase, wie ihr richtig seht. Oh, eine Stelllampe. Oh, die ist nicht so schön. Das ist der 70er-Filter. Ja, und richtig Tageslicht. Aber egal, anderes Thema. Apropos. Also wir müssen jetzt überlegen, ob ein Sofatisch höher, also 15 cm. Kann ein Sofatisch 14 cm höher sein als das Sofa? Das müssen wir jetzt überlegen. Ja. Fortsetzung folgt. Das ist das besagte Stück, aber wir haben jetzt gerade dagegen entschieden, weil es einfach dann doch zu hoch ist. Also es ist halt 15 cm höher als das Sofa. Und das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, das sieht komisch aus. Das ist ungefähr unser Sofa-Höhe. Ja, genau. Das ist unser, genau, das kann man so ein bisschen vergleichen. Ich glaube, das sieht komisch aus. Das macht man nicht mehr. Also man macht normalerweise, Sofatisch ist genauso hoch wie das Sofa sozusagen. Auch da hinten sieht man das. Der Sofatisch, wo ist mein Finger? Da. Sofatisch ist ein bisschen niedriger sogar als das Sofa. Aber genau, und ein bisschen höher, das könnte echt merkwürdig aussehen. Dann kaufen wir es und dann passt es nicht. Das finde ich schon doof. Und es ist auch nicht günstig. Also es ist bei $600. Ja, also es ist jetzt nichts, was man sagt, okay, ich kaufe es und ach, ich guck mal, was ich damit mache. Ne? Ja, ja, schade, weil blöd. Die Platte ist schön. Die ist sehr, sehr schön, ja. Die hat uns beiden sehr gut gefallen. Und schon überlegt, den trotzdem zu nehmen und irgendwie abzumachen? Und was, ja, die Füße abzuschneiden. Also ich überlege ernsthaft, ob man die Füße nicht abschneidet, weil die sind ganz easy aus Holz, ganz normal, ja. Man könnte sie halt einfach abschneiden. Zapp, zapp, ab und fertig, ja. Wer weiß, wie hoch der mal gewesen ist. Das war mein Esstisch. Ja, ja, ja. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you. Gärtner entdeckt, dass sie da sind, hat sich erschrocken, ist dann nach draußen, ist dann nach vorne gegangen, hat leicht gebellt, einmal kurz. Wir haben ihn gelobt, weil ich meine, bis jetzt hat er nie, also in der Wohnung durfte er nie bellen. Ne? Da in Deutschland ist es ja sehr gefährlich, wenn ein Hund bellt, da kannst du gleich ein Verbot vom Vermieter bekommen. Und deswegen haben wir ihm immer beigebracht, nicht zu bellen, wenn jemand vor der Tür steht. Aber hier im Haus haben wir uns immer gefragt, wann wird er es als merkwürdig empfinden, wenn fremde Leute draußen stehen. Ja? Bislang hat sie nicht gejuckt. Und jetzt hat er zum ersten Mal die Leute bei uns auf der Terrasse gesehen und hat dann gebellt. Tatsächlich. Und wir haben ihn schnell gelobt,
weil das finde ich schon gut. Also ich hätte schon gerne, wenn ich einen Hund habe und da steht jemand heimlich auf der Terrasse, hätte ich schon gerne, dass er mich benachrichtigt und dass er mir sagt, ey, da steht einer. Ob mir das was hilft oder nicht, das sei mal dahingestellt. Der ist ja kein Rottweiler oder so. Jetzt haben wir ihn gelobt, haben ihn beruhigt und jetzt sitzt er da und schaut sich die Show an. Hat ein bisschen Kino für heute. So viel zum Einleben im neuen Zuhause. Ne? Also es dauert auch ein bisschen, bis auch Hunde sich einleben. Und auch ihr Zuhause, also bei ihm hat es anscheinend gedauert, er festgestellt hat, dass das sein Zuhause ist und dass da draußen auch keiner sein darf. Jetzt geht er und guckt woanders hin, weil offensichtlich läuft ja nicht alles mit rechten Dingen. Schneiden in Amerika. Ja, das habe ich jetzt auch hinter mir. 7-8 Wochen musste ich quasi mit längeren Haaren, die wurden immer länger und länger und ich hatte ehrlich gesagt nicht so Lust drauf, jetzt zum Friseur zu gehen. Ich bin, was Haare schneiden angeht, immer ein bisschen speziell. Ich mag es gar nicht. Bin froh, zu Hause immer in Frankfurt meinen eigenen Friseur gehabt zu haben. Den kannte ich jetzt mittlerweile schon 18, 20 Jahre. Kam rein, hab mich hingesetzt und er wusste sofort, was er zu schneiden hat. War fast schon wie ein Freund. Ich bin da sehr eitel, ich weiß auch nicht warum. Aber ich kam nicht mehr drum rum, sah mittlerweile nicht mehr so schön aus. Und deswegen, gerade bei der Auswanderung, ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und deswegen war ich ein bisschen aufgeregt, mir einen neuen Friseur zu suchen und dann auch hier die Haare schneiden zu lassen. Für mich ist das immer so ein kleiner Eingriff in die Privatsphäre. Da bin ich immer ein bisschen speziell. Und deswegen war ich sehr, sehr aufgeregt. Nicht, dass ich hier wiederkomme und ich sehe irgendwie komisch aus. Aber ich sehe nicht so komisch aus. Ich finde eigentlich, es ist wirklich sehr gut geworden. Ich habe jetzt im Instagram ein bisschen gesucht und auch gegoogelt und habe da einen Shop gefunden. Die sahen alle ganz gut aus dort. Ich habe halt im Vorfeld Fotos gemacht oder beziehungsweise aus dem Album Foto gesucht, bei dem ich frisch oft vom Friseur kam in Deutschland, sodass ich keine Verständnisprobleme gibt. Nicht, dass ich nachher irgendwas ganz anderes erzähle und ich ganz anders aussehe. Das war mir sehr wichtig, dass er ungefähr sieht, wie es dann am Ende aussehen soll. Es ist auch tatsächlich wirklich so geworden. Der hat die ganze Zeit, ist er wirklich sehr, 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 sehr stark auf meine Wünsche eingegangen. Also wenn jetzt mir was nicht gefallen sollte, bin ich eigentlich selbst dran schuld. Haare schneiden in Amerika, auch das hat jetzt geklappt. Und für mich noch ein Punkt, hier angekommen zu sein. Ein Arzt, ein Friseur und ein Bäcker und diese ganzen normalen Sachen, die man in Deutschland standardmäßig hat. Man geht raus und geht direkt hin. Das sind wirklich die Sachen, alles ist eine Herausforderung, alles ist neu, alles ist gut. Das ist beim Umzug natürlich auch, aber hier kommen nochmal irgendwelche kulturellen Sachen hinzu. Wie mache ich das? Wie viel Prozent Trinkgeld gebe ich? Also ich habe jetzt 25% Trinkgeld gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht war es zu viel, vielleicht war es zu wenig. Aber ich bin einfach happy. Von daher, falls jemand einen Friseur in Austin sucht, kann er ja auch gerne dahin gehen. Er ist super nett, super freundlich. Er meinte selbst, dass sie ein bisschen teurer sind. Viele sich darüber auch über die Preise aufregen. Also das heißt, hier gibt es auch sicherlich günstigere Friseure. Aber mir war das Ergebnis halt einfach wichtig, weil ich auch am Ende sehr eitel bin und zufrieden sein möchte. Man hat Getränke dort angeboten bekommen. Ich habe eine Massage bekommen. Gut, es ist ein normaler Friseur am Ende. Auch in Deutschland, Barbershops, die haben alle ihre speziellen Sachen. Da kriegst du mal einen Whisky angeboten, da kriegst du mal das. Und hier ist es entsprechend auch. Also ein Friseur, genauso wie in Deutschland, ein tolles Erlebnis. Was gibt es noch dazu zu erzählen? Also der Service ist einfach Wahnsinn. Ich meine, hier in Austin oder in Amerika ist es wirklich egal, wenn sobald es irgendwie ein Service-Ding ist, die Leute sind mega freundlich und kümmern sich wirklich die ganze Zeit megamäßig um dein Wohl. Die Art, wie sie dann einen behandeln, man hat wirklich das Gefühl, der Kunde ist einfach mal König. Ich genieße das schon, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe bezahlt $50 und ich habe dann jetzt noch 25% Tipp gegeben. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Vielleicht könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, die aus Amerika kommen. Ob man gibt mal Tipp beim Haareschneiden. Ich denke schon. Ich habe jetzt bezahlt $63. Das waren, glaube ich, sind knapp 55 Euro, 60 Euro rum. Und in Deutschland habe ich 40 D-Mark bezahlt. Euro. Wir leben im Euro-Zeitalter. Service an sich definitiv ein bisschen besser, obwohl ich äußerst zufrieden bin mit meinem Friseur zu Hause in Deutschland. Also falls du siehst, eigentlich vermisse ich dich, aber ich denke mal, es ist ganz gut geworden. Ne? Ja, das war mein Friseurerlebnis in Austin, in Amerika. Ich bin gespannt, was mein Mäuschen sagt, ob es ihr gefällt.
Ich bin gespannt, was wie ihr erster Friseurbesuch läuft. Denn auch sie wird bald zum Friseur gehen. Auch da bin ich gespannt, was sie zu erzählen hat. Bei einer Frau, ich denke mal, da wird ein bisschen mehr gemacht. Es ist meistens ein bisschen teurer. Und ja, da kann man auch noch mehr falsch machen. Ich meine, wenn Farbe ins Spiel kommt und wenn irgendwelche Sachen ins Spiel kommen. Sie hat auch wirklich Erfahrungen gehabt, gemacht. Die war nicht so toll. Da kann viel schief gehen. Deswegen, aber auch bei ihr bin ich gespannt, wie wird der neue Friseurbesuch sein. Ich bin zufrieden und ich fahre jetzt nach Hause. Freue mich schon. So, mein Schatz, ich komme gerade frisch vom Friseur. Dein erster Friseurbesuch. Auch das habe ich geschafft. Dazu muss man sagen, eine gewisse Person, diese Person hier, mag keine Friseurbesuche, gell? Du hast da so ein kleines Ich mag Problem. Das nicht. Gut, man muss dazu sagen, ich kenne meinen Friseur jetzt schon seit knapp 20 Jahren oder so. Ja, sowas in der Richtung, und ja. Das ist, ich komme da rein, ich setze mich hin und... Ja, und es klappt. Und jetzt ja. Einen neuen Friseur zu suchen. Wir haben lange im Internet gesucht. Es sieht gut aus, oder? Also ich finde, das sieht super aus. Es sieht eigentlich zufrieden. Genauso wie davor aus. Genau. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Wie war's? War schön. War toll. Ja, Friseur halt. Was soll man dazu sagen? Ja, also dazu muss man sagen, dass er erstmal den Weg nicht gefunden hat, weil es so eine riesen Mall war. Oh mein Gott, das war ein Chaos. Ja. War zu spät, 10 Minuten zu spät und ja. Ja, die haben mein halt Schatz immer hat mir dann geholfen per Ding, weil ich habe halt auch nur immer noch das alte Handy ja. Mit meiner neuen amerikanischen Nummer. Und ja, aber das liegt nicht daran. Es liegt eigentlich daran, dass sie diese Kabinennummern haben sozusagen, also E200 jetzt zum Beispiel, nicht Kabinen, wie nennt sich das? Ladennummer oder Kiosk. Ladennummer, genau. Ne? Und ich war bei L200 und das ist bei E200. Ja, und so. Apple kann das nicht. Und Apple ja. Kann das nicht. Und ich nutze Apple Maps und Google Maps nutze ich nicht. Jetzt, ja. Jetzt gucke ich auch mal in Google Maps. Ja, also dafür. Zumindest kennst du jetzt den Richtig, Weg. Richtig, weil der Shop halt neu war. Ganz einfach. Aber das sieht schön aus. Mach mal schön eine Drehung. Mach mal schön hier eine Pirouette. Dankeschön. Vielen Dank. So, ja, also der erste Friseurbesuch ist auch hinter uns. Ach so, der Haken ist dahinter, genau. Und was hast du bezahlt? Ich habe jetzt $60 gebucht, weil es so ein spezieller Haircut war, aber es waren nur $50. Mhm. Sogar, er hat mir das unten quasi runterkorrigiert. Und ich habe 25% Tipp gegeben. Das war ein bisschen viel, glaube ich, aber ich war zufrieden. Auf jeden Fall, schickst du es da aus, mein Schatzi. Jetzt bin ich dran. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Spectrum. Und zwar sind wir hier bei denen mit dem Internet und dem Handy. Haben gratis das Handy dazu bekommen zum DSL-Internet sozusagen. Genau, den Vertrag fürs Handy. Und das Problem ist, wir haben ursprünglich mit so einem eSIM gearbeitet. Auf dem älteren Handy, weil das neuere Handy noch auf Deutschland war. Und jetzt ist es so, dass wir aber umstellen wollen auf das neuere Handy, sodass wir auf Amerika umstellen. Funktioniert aber nicht mit einer eSIM. Jetzt probieren wir es mal hier im Laden und gucken, ob wir eine physikalische SIM quasi bekommen können. Ich vermute, wir müssen uns hier registrieren. Ja, so anscheinend ist es hier so. Alle warten und werden einfach nur gerufen. Man muss sich hier registrieren, für was auch immer man braucht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es genug erklärt habe. Wir versuchen, eine physikalische SIM-Karte zu bekommen, weil wohl das Handy, das iPhone, ein neues iPhone ist. Wobei, das kommt uns merkwürdig vor, weil mein iPhone ist auch ein neues iPhone und ich habe bei einem anderen Provider auch eine eSIM hingekriegt. Die kriegen das anscheinend nicht hin auf dasselbe Handy. Also probieren wir es mal so. Wenn nicht, gehen wir halt weg von denen und wechseln den Provider. Wäre auch nicht schlimm. Wahnsinn, wir haben uns jetzt angemeldet und auf einmal tauchen wir da auf. Mike F. Das wären dann wir. Und die ganzen anderen Namen, soweit wissen wir, okay, wir sind Nummer 15 auf der Liste. Und der junge Mann da vorne ruft dann auf, sobald er uns bearbeiten kann. Oh, dann warten wir ein bisschen. Wir sind gerade bei HomeGoods, weil das direkt neben Spectrum ist und wir gedacht haben, lass uns mal reingucken. Wie ihr seht, ich finde immer mal wieder so ein paar Sachen. Ich will das mal für meinen Abschminkgel kaufen. Und jetzt haben wir einen Wohnzimmertisch, einen Sofatisch gefunden. Den finden wir eigentlich ganz gut, passt extrem gut zu unserem Leder. Ihr kennt ja unseren Stil, habt ja gesehen. Wir haben so ein bisschen so einen männlichen, wie sagt man dazu, Raucherzimmer vielleicht? Raucherzimmer-Stil. Jedenfalls passt der extrem gut dazu. Er ist nicht günstig, also der ist jetzt bei $200, aber ist Massivholz. Das finden wir gut. Und für Amerika ist der extrem günstig. Also ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, also die Dinger kann man eigentlich bei $1000 erwarten. Mein Schatz bestellt auch gerade schon die Abholung, sehe ich gerade. Und ja, wir sind super happy. Und ich sehe hier noch ein paar Lampen, die mir gefallen. Schau mal, wie schön die sind. Und? Holt er ab? Ja, holt er ab. Ach, holt er ab. Vor und wir bezahlen ihn dann und dann bringt er ihn sogar raus vor dem Ach so, cool. Das ist ja cool. Weil alles andere ist hier zu mitnehmen. Ich dachte, wir müssen den jetzt irgendwie auf einem Wagen pferchen oder so. Aber anscheinend nicht, ja. Der kommt dann mit.
für mich. Und wir gucken nochmal bei Lampen, weil ich, wie gesagt, ich habe gerade richtig schöne, das sind auch Ralph Lauren Lampen. Und da jetzt die Kommoden da sind, passt tatsächlich eine schöne Lampe irgendwo hinter uns auf der Kommode, hinterm Sofa. Und schlecht, was hast du denn da? Der ist wirklich klein. Ach, wie süß. Ja, wir brauchen nämlich noch einen Seitentisch. Also, welchen meintest du? Einiges. Welchen meintest du, welchen Seitentisch? Achso, den hier. Der hier. Aber der ist auch nicht schlecht. Der hier. Der ist auch cool, ja. Der ist nicht schlecht. Und mit Marmor oben drauf. Ja, und eine Lampe haben wir festgestellt, brauchen wir für die Kommode. Aber jetzt bin ich mal bei meinem Schatz und kauft der sonst was. Ja, und so passiert es, dass der Wagen viel, viel voller ist. Also wir haben eine Lampe gewonnen und der Wagen. Für unseren Labrador? Für unseren riesen Labrador. Ja, wir haben einen kleinen Hund, ihr wisst ja. Er ist aber gewohnt, tatsächlich in riesigen Betten zu schlafen. Das ist jetzt wirklich ein Bett, das ist, glaube ich, circa einen Meter breit, weil er sich immer längst hinlegt und so schläft. Ja, und da können wir ihm jetzt kein so ein Mini-Ding holen. Plus ein Tisch für neben dem Sofa, wo diese Lampe dann drauf kommt. Das ist der Plan nämlich. Wir haben es getestet und es sieht gut aus. Wundert euch nicht, hier gibt es auch Süßigkeiten. Deswegen, also es ist zwar ein Einrichtungsladen, aber Süßigkeiten gibt es immer am Ende, sodass die Leute auch mal sich ernähren können. Und Ernähren, genau. Das ist nämlich voll cool, das ist handgemacht und Massivholz. Und hier natürlich habe ich euch gezeigt, mein Bedürfnis. Der Rest sind meine Jungs, ne? Guck mal, wie die hier schon stehen. Meine Jungs brauchen eine Lampe und ein Bettchen. So, ich glaube, wir sind dran an der Kasse. Und insgesamt auch mal für euch, während ich auf meinen Schatz warte, er holt das Auto und bringt es dahin auf der gelben Area, sodass wir aufladen können. Also, wir haben insgesamt $557 bezahlt für, habt ihr gesehen, dieses Glas, dieses Seifenglas, die Lampe hier von Ralph Lauren, der Tisch, der da, ne? Der wartet da auf uns, der Sofatisch, dieser kleine Sofatisch, dieses Riesenbett, übrigens, das ist mit Memory Foam, ne? Also nicht, dass sich unser Opa seine Knochen bricht, während er schläft. Und habe ich da noch was? Nee, da habe ich nichts mehr. Also das ist, ich meine, an sich ist es eigentlich ein super guter Preis, wenn man überlegt, das sind wahrscheinlich 530 Euro oder sowas in der Richtung für ein hochwertiges Hundebett, zwei Möbelstücke, eine sehr hochwertige Lampe von einem guten Designer und noch ein bisschen Fipifax. Das ist eigentlich eine gute Ausbeute, wäre auch in Deutschland eine gute Ausbeute, glaube ich. Gerade mit dem Sofa-Table aus Massivholz. Das ist Massivholz, das ist Massivholz. Also ich denke schon, dass das eigentlich auch für Deutsche, natürlich ist Amerika teurer, aber ich denke mal, das lässt sich machen. Gut, ich warte jetzt auf meinen Schatz. Das, was ich hier toll finde, ist tatsächlich, jeder Laden hat so eine Ladefläche, designierte Ladefläche, wo man hinkommen kann und aufladen kann. Da auf dem gelben Bereich oder auch hier, glaube ich, ist das. Ja, das finde ich toll, ne? Weil die Leute halt einfach hier mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ach, das ist aber auf dem Video sieht es noch schöner. Also es ist richtig schön. Ich freue mich zu Hause, das zu sehen und endlich eine Lampe zu haben, weil momentan leben wir mit der Deckenlampe, was natürlich nicht gemütlich ist. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, aber wie man sieht, also wir sind übrigens bei HomeGoods, ja. Das ist der Laden. Ich weiß nicht genau, ich müsste mal googeln, was das für eine Art Laden ist. Es ist so eine Art, ich glaube, die haben sehr viele Markensachen, also die haben auch viel Einrichtung, ne? Wie ihr seht, hier am Eingang ist nur Krimskrams. Ich glaube, die haben sehr viele Markensachen und auch handgemachte Sachen. Aus Indien gibt es viel und die sind da reduziert aus irgendeinem Grund. Also das soll auch Tommy Hilfiger sein. Hier findet man wirklich tatsächlich ständig irgendwas. Also es ist eigentlich arg gefährlich, hierher zu kommen. Wir haben schon fast zwei Sofakissen mitgenommen. Irgendwann muss man auch mal gucken, dann ist man. Vielleicht mache ich ein extra Video mal darüber. Ich darf mich natürlich jetzt nicht zu sehr entfernen von unseren Sachen, die ja schon bezahlt sind. Inklusive Beleg. Also jeder könnte jetzt sie zurückgeben und sich 550 Euro abstauben. Aber so sieht es jetzt hier aus. Das ist die Krimskramsabteilung. Ach, da ist ja mein Schatz. Gut, dann helfe ich ihm jetzt mal alles einzuladen. Und
zeige euch nach zu Hause, wie es geworden ist. Und schon wieder ein Beweis dafür, warum wir ein großes Sofa, ein großes Auto brauchen. Übrigens, falls einer von euch uns fragt, hattet ihr nicht einen kleinen Terrier? Ja, wir haben einen kleinen Terrier. Unser kleiner Terrier ist aber gewohnt, XXL-Betten zu haben. Unglaublich große Betten. Warum? Weil er halt sich gerne, weil er es kann, weil er ein Einzelkind ist. Auf jeden Fall hat alles reingepasst. Die Milchflasche auch. Der Tisch, da vorne ist die Lampe. Und jetzt muss ich, sagte mein Schatz, checken, ob alles gut gepackt ist, sodass wir losfahren können. Na, mein Schatz, wie findest du das? Ist das was für dich? Er hat sofort erkannt übrigens. Er hat sofort erkannt, dass das für ihn ist. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht die Form. Ist das was für dich, Schatzi? Aber noch bist du nicht eingestiegen, ne? Komm mal hopp. Ja, geh mal da rein. Ja. Und, gefällt's dir? Ach, Entschuldigung, sorry. Ich weiß noch gar nicht, ob wir im Haus sicher sind, um ehrlich zu sein. Aber den Zaun hat es erwischt, der ist hinüber. Ja, fertig. Wir haben keinen Zaun mehr.